Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute auf der IAA und ich habe heute was für euch dabei, das ich im Lebtag, wie man bei uns im Badisch sagt, nicht gedacht hätte, mal mitfahren zu dürfen. Und zwar ist es die S-Klasse, der S680 als Guard-Version. Heißt, die ist komplett gepanzert. Und falls ihr heute alles zu dir wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder von mir. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden uns den optisch anschauen, wir werden über die Besonderheiten sprechen und wir werden heute auch chauffiert. Darauf freue ich mich ganz besonders. Bleibt jetzt gerne dran, abonniert auch den Kanal und dann gehen wir erstmal los und schauen ihn uns etwas genauer an. Kommt mit! Vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasing. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasing-Preis. Ihr werdet dieses Auto dort nicht finden. Es ist nämlich eine Spezialanfertigung von Mercedes für Leute, die wirklich Sicherheit brauchen, die schutzbedürftig sind und uns wurden hier einige Videos gezeigt, die wirklich krass sind. Man kann hier drauf schießen. Ihr seht es da hinten auch schon leicht. Ich erkläre euch ja danach auch nachher noch, wie genau getestet wird. Man kann beispielsweise auch wirklich Sprengstoffangriffe überleben, aber auch Giftgasangriffe. Und wie das genau funktioniert, möchte ich euch so ein bisschen zeigen. Und interessant ist jetzt erstmal, ich werde euch jetzt optisch gar nicht so viel erklären, denn ihr kennt ja auch schon mein S-Klasse-Review. Falls nicht, schaut da gerne mal rein. Da ist nämlich kein großer optischer Unterschied. Was aber ein Unterschied ist, und wenn Jan da gerade hingeht, können wir auch gerne mal darüber sprechen, ist, dass dieses Auto komplett gepanzert ist. Und fangen wir vielleicht erstmal hier mit den Türen an. Die wurde jetzt rausgenommen von einem Testobjekt. Die Scheiben sind 10-fach verglast und hinten dran ist nochmal eine Polycarbonatfolie. Bedeutet, hier hat man jetzt beispielsweise so einen Dreischuss drauf gemacht, der dieses Glas besonders strapaziert. Und ihr seht jetzt von innen, wenn ich mal mit euch da rumkomme, dass wenn ich jetzt hier rüber fahre, passiert eigentlich nichts. Hier ist kein Glas oder so ausgetreten, liegt an dieser Plastikfolie quasi, ich nenne jetzt mal Plastikfolie. Das ist schon ziemlich krass und bei diesen Tests wird auch versucht, wie hier jetzt beispielsweise auf der B-Säule Schüsse abzusetzen und aber auch bei Übergangszonen, wie jetzt hier beispielsweise zwischen zwei Säulen oder auch hier an diesem Glas. Das ist super interessant und wir schauen es uns jetzt auch gleich nochmal beim Fahrzeug an, gehen da jetzt vielleicht auch mal rüber. Und wie gesagt, optisch sieht man von vorne eigentlich keinen Unterschied, nur einmal dieses Passepartout da vorne um die Scheiben, auch an der Seite sieht man das nochmal, hinten gibt es noch eine kleine Änderung und die Reifen sehen anders aus. Warum die Reifen anders aussehen, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Die sind nämlich ausgewölbt, das sieht man so ein bisschen, kommt mal mit mir hierher, und sind natürlich auch besonders sicher. Heißt, wir haben jetzt hier so ein Hartgummi drin und auch nochmal ein Stahlseil. Wenn man jetzt hier einen kaputten Reifen hat, kommt man noch bis zu 30 Kilometer aus der Gefahrenzone. Und die Autos sind so konzipiert, dass sie euch eben schützen in der Gefahrensituation, aber eben auch rausbringen aus der Gefahrensituation. Das heißt, sie überleben auch noch ein bisschen länger. Interessant ist auch, dass ihr jetzt hier keine Platzeinbußen im Innenraum habt, obwohl die Fahrgastzelle komplett neu geformt ist, beziehungsweise komplett neu eben aus Hartstahl gemacht ist. Man sieht aber optisch keinen Unterschied. Was ich euch jetzt aber zeigen möchte, ist erstmal, wie dick hier diese Scheibe ist. Ich hoffe, die geht jetzt runter. Ich brauche einen Schlüssel. Ich habe den Schlüssel kurz geholt. Ich möchte euch das nämlich unbedingt zeigen. Und jetzt guckt euch das mal an. Na? Hinter gewesen die. Ah! So, jetzt klappt's. Schaut euch das mal an, wie dick diese Scheibe ist. Ich finde das super spannend. Wie gesagt, 10 plus verschiedene Glasschichten, die hier sind. Und das Krasse ist, wenn man von innen dann auch dagegen klopft, fühlt sich das an wie in so einem Aquarium. Total verrückt, oder? Und ist eben geschützt. Man kann auch eben mehrere Schüsse drauf ablassen. Und was jetzt interessant ist, jede Tür wiegt 270 Kilo. Und ich schaffe es jetzt, die zuzumachen, auch wenn ich ein bisschen Kraft brauche, ist vor allem eben hinten, da wo auch chauffiert wird, wichtig, weil der Chauffeur muss ja auch irgendwie elegant die Tür aufmachen. Aber das Ding ist schon ziemlich krass und wiegt vor allem auch doppelt so viel wie eine normale S-Klasse. Wenn wir jetzt hier nach hinten gehen, schauen wir uns noch den Kofferraum an und da gibt es eine
Unterschied, den man von außen sieht. Und zwar haben wir hier oben so kleine Lämpchen, die fürs Konvoifahren sind. Das hier in der Mitte ist das Bremslicht. Dieses Licht leuchtet dann grün, je nachdem, wenn das Fahrzeug beschleunigt, ist es eben grün. Beschleunigt auch, wenn es beispielsweise einen Berg herabfährt. Und auf der anderen Seite leuchtet es dann orange oder rot und zeigt eben Bremsen an. Und so können die Fahrzeuge eben viel besser im Konvoi fahren, weil man ja nicht möchte, dass da dann irgendwie ja, noch ein anderes Auto oder so mit reingeht in diesen Konvoi. Wenn ihr mit mir jetzt noch den Kofferraum anschaut, ist er sogar leicht größer als die von der normalen S-Klasse. Aber hier gibt es einen kleinen Unterschied. Und zwar seht ihr hier einerseits einmal einen Feuerlöscher und andererseits auch nochmal komprimierten Sauerstoff. Und die sind einerseits dafür, falls das Fahrzeug brennt, kann man vorne auf einen Knopf drücken, den zeige ich euch später, und dann geht der Feuerlöscher eben vorne und hinten an. Man kann es aber auch eben durch Sensoren erkennen, hier jetzt bei dem Daimler. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch nochmal Sauerstoff. Heißt, wenn ihr beispielsweise einen Giftanschlag oder sowas habt, geht eben Sauerstoff in den Innenraum, es entsteht ein Überdruck und dann kommt halt eben keine schädlichen Gase rein und auch die Lüftungsdüsen werden direkt geschlossen. Dafür gibt es vorne auch noch mal einen Knopf. Was wir jetzt noch gemeinsam machen ist, wir setzen uns jetzt rein, weil ich möchte euch noch kurz zeigen, dass es keinen großen Unterschied gibt, beziehungsweise wirklich nur einen marginalen Unterschied, was die Platzverhältnisse angeht. Und das ist super wichtig, denn Autos, die nachträglich gepanzert werden, da hat man weniger Platz, denn die werden nach innen gepanzert. In diesem Fall ist es aber eben nicht so gewesen. Kommt mal mit. Tür geht auch auf. So. Und jetzt kommt er mal mit und ihr seht, ich habe jetzt hier trotzdem kompletten Luxus. Ich habe die S-Klasse typischen Sitze, ich habe auch vorne beispielsweise das Komfortpaket, ich habe eine Massage, ich habe hier hinten Massage. Also alles, was ich brauche, habe hier auch jeweils dann eben noch das Chauffeurspaket. Und das ist schon ziemlich krass. Ich merke hier gar nicht, dass ich in einem gepanzerten Wagen sitze. Auch optisch nicht. Das Einzige, woran ich es merke, ist jetzt wirklich hier am Fenster und eben, dass wenn ich hier dagegen klopfe, fühlt sich das an wie in so einem Aquarium. So, was wir jetzt machen, ist jetzt hier wieder zu. Mit ganz viel Kraft. Ihr seht, es funktioniert auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz nach vorne und ich zeige euch jetzt hier noch die technischen Daten. Und dafür habe ich jetzt perfekt vorbereitet hier ein paar Informationen. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Lackierung ist grafitgrau. Man kann auch gar nicht so viel konfigurieren in dem Fall, weil es geht wirklich hier um Einzelanfertigung. Polsterung und so weiter ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Und erstmal möchte ich euch, hier habe ich eigentlich was anderes vorbereitet, schon jemand geguckt. Motor und Fahrleistung. Wir haben hier einen 12-Zylinder. Haben jetzt hier 612 PS, 830 Newtonmeter maximales Drehmoment, 8,3 Sekunden auf 100 und 190 km/h Höchstgeschwindigkeit. Warum 8,3 Sekunden? Ich zeige es euch, dieses Auto wiegt satte 4255 Kilo. Das ist doppelt so viel wie die normale S-Klasse und das ist verdammt krass. Und sehr interessant daran ist auch, dass beispielsweise die Bremsen oder auch die Achsen genau daraufhin ausgelegt werden, dass sie eben dieses extreme Gewicht auch aushalten können. Auch interessant ist, dass es jetzt keine Luftfederung gibt. Macht natürlich keinen Sinn bei solchen Gewichten. Und eine letzte Sache, die ich euch jetzt erzählen möchte, ist der Preis. Den erzähle ich euch jetzt auch noch schnell. Und zwar, schaut es euch an, Grundpreis 543.000 Euro und so wie jetzt hier dasteht, 675.000 Euro. Ja, Leute, die beschützt werden müssen und sich sowas leisten können, gibt gar nicht so viele. Was wir jetzt als nächstes machen, ist noch gemeinsam reingehen. Ich zeige euch dann noch, was der Chauffeur da alles sieht, vor allem eben die Knöpfe. Und anschließend dürfen Jan und ich gemeinsam auch noch mitfahren hier auf der IAA. Und wir freuen uns schon tierisch drauf, wie es dann so sein wird. Jetzt würde ich aber sagen, kommt ihr mal mit und wir schauen noch ganz kurz da rein. Kommt mit. Jetzt machen wir hier direkt weiter und ich hoffe, ihr könnt die Knöpfe hier sehen. Die sind einerseits hier natürlich versteckt, heißt von außen soll man natürlich so wenig wie möglich erkennen, dass wir hier in einem gepanzerten, extrem sicheren Auto sitzen, weil es wäre ja sehr unsicher, wenn man sofort auf den ersten Blick erkennen würde. Und hier habt ihr jetzt verschiedene Knöpfe. Einerseits habt ihr jetzt hier einen Knopf, wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr nach draußen sprechen. Heißt, Lautsprecher gehen hier wirklich nach draußen, man kann Ansagen machen. Ihr könnt aber genauso auch die Funktion umdrehen, heißt von außen dann zuhören. Habt hier dann eben, was ich euch gerade schon beschrieben habe, hier nochmal Feuerlöscher und aber eben auch einen Knopf für den Sauerstoff im Innenraum. Und hier unten sind dann noch viele Knöpfe für das ganze Konvoi-Thema, was ich euch gerade erzählt habe. Heißt, da habt ihr auch nochmal ganz viele Informationen. So, Jan, das war jetzt relativ eng. Was wir jetzt aber gemeinsam machen, weil wir dürfen selbst nicht fahren, dafür braucht man eine andere Führerscheinklasse als B, ist gemeinsam mitfahren und ich würde sagen, da kommt er jetzt mal mit. So, jetzt fahren wir hier das erste Mal nicht nur S-Klasse gepanzert,
Ich fahre eigentlich ständig gepanzert, Jessica, stimmt's? Ja, immer. Nee, Quatsch, das erste Mal überhaupt ein gepanzertes Auto. Und eigentlich muss Jessie jetzt sagen, wie sie findet, dass er sich fährt. Das war so gemein. Wir haben gerade gesagt, Jan soll es erklären. Und jetzt erkläre ich es euch. Also, ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt keine Luftfederung. Merkst du da einen Unterschied im Vergleich zur S-Klasse? Ich muss mich anschnallen. Ja, schnall dich mal an. Also für mich, ich merke jetzt keinen signifikanten Unterschied. Erstmal habe ich super viel Platz vorne hin. Zu den Seiten, ich merke da eigentlich keinen Unterschied. Jessie fährt das sicherste Auto der Welt und erklärt euch, dass sie super viel Platz hat. Ja, darum geht es doch aber, weil das habe ich gerade erklärt, dass normalerweise Autos oft nach innen gepanzert werden, deswegen ist innen weniger Platz, vor allem wenn sie nachträglich gepanzert werden, und das ist jetzt in dem Fall nicht so. Ich bin nach außen hin gepanzert. ja, das ist krass. Jetzt, wir üben das jetzt mal, Jessie. Findest du nicht ausgesprochen leise hier drin? Ja, stimmt. Liegt wahrscheinlich an den... Klopf mal ans Fenster, lauter. Also wirklich, es ist wie in so einem Aquarium. Ja. Ich hatte als Kind so ein Aquarium und so müssen sich die Fische gefühlt haben. Aber irgendwie ist es gut, ne? Weil ihr habt ja eine Lüftung auch hier drin. Und, zeig's euch mal. Ja. Also ich könnte mich da schon dran gewöhnen. Was jetzt natürlich vom Auto interessant ist, der wiegt ja jetzt nahezu doppelt so viel wie eine S-Klasse. 4,4 Tonnen etwa, ne? Und das macht keine Luftfederung mit, glaube ich, der Welt. Da gibt es echt wenige und hier sind ja vermutlich ganz normale Stahlfedern drin, oder? Ja. Genau. Und dass es Mercedes schafft, diese Stahlfeder, ich weiß nicht, ob die adaptiv ist oder nicht, so abzustimmen, dass man denkt, man würde in der Luftfederung sitzen, ist krass. Und selbst wenn der jetzt bremst, wankt und nickt er natürlich nicht besonders stark, oder? Nee, gar nicht. Okay. Ja, wer fährt solche Autos? Halt, Angela Merkel fährt ja einen A8 gepanzert. Vielleicht wäre das auch was für sie. Hört Mercedes bestimmt gern. Aber ich glaube, der A8 ist nicht in der aktuellen Generation neu gepanzert. Zumindest nicht so. Zumindest wohl nicht so sicher. Wir haben gesehen, nämlich wie dieses Auto reagiert, wenn es gesprengt wird, wenn es beschossen wird. Das können wir euch nicht zeigen, weil wegen Sicherheit. Ja, wegen Security. Genauso wenig können wir euch verraten, wie viele Autos davon im Jahr bzw. generell verkauft werden. Die Zahlen haben wir auch nicht bekommen. Was schätzt du? Locker 12. Nee, keine Ahnung. 200-300 ist ja ein weltweiter Markt. Keine Ahnung. Das Auto ist ja auch nicht ganz günstig. Ich weiß nicht, ob es sich für Mercedes lohnt, aber ich finde es trotzdem toll, dass sie es machen, weil es geht um Sicherheit, Schutz. Aber jetzt haben wir hier einen Fahrer. Wir haben ihn gefragt, ob wir mit ihm sprechen dürfen. Und haben noch eine Frage, wie fährt er sich denn jetzt so, wenn man so ein Auto fahren darf? Wir dürfen ja selbst nicht fahren. Gut, dieser Wagen fährt sich eigentlich wie eine normale S-Klasse. Aus meiner Sicht. Kein großer Unterschied. Und auch nicht trotz des doppelten Gewichts? Die Bremsen sind so ausgelegt, wenn Sie eine Geschwindigkeit haben, Sie müssen schnell runterbremsen. Er steht fast genauso schnell wie die normale S-Klasse. Und die Beschleunigung so? Gut, der hat natürlich einen 12-Liter-Motor hier eingebaut. Ne, 12 Zylinder, 6,8 Liter mit knapp 700 PS. Da geht schon was hier. Geht was, okay. Ja, kann man sagen, dass es einer der schönsten Jobs ist der Welt, wenn man so ein Auto fahren darf? Das hängt da immer. Da kann ich nichts dazu sagen. Das hängt immer vom Anspruch ab. Das ist der schönste Job der Welt. Ja. Ich sag ja. Okay, naja, gut. Ja, cool. Dann danke fürs Fahren erstmal soweit. Jan, es ist der schönste Job, gefahren zu werden. Kommt drauf an, wer mitfährt. Ja. Jan fährt ja meistens mich dann immer. Ja, das war für mich eine krasse Erfahrung. Ne? Mhm. Danke Mercedes an der Stelle und ich verabschiede mich wieder. Ein kurzes Fazit. Ja, weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und ist schon ziemlich krass, oder, was der Daimler da auf die Räder stellt. Das sind natürlich sehr kleine Größen, die sie dann auch verkaufen, aber die Leute, die sie kaufen, brauchen solche Autos auf jeden Fall und vor allem finde ich ihn sehr schick gelöst, denn man sieht nach außen gar nichts, ist ja auch in dem Fall super wichtig, dass man von außen auch nicht wahrnimmt, dass man ein gepanzertes Auto fährt, weil das wäre ja genau kontraproduktiv. Und wenn wir jetzt noch über den Verbrauch sprechen, den habe ich euch noch gar nicht erzählt. Und Jan hat gesagt, Jessie, das musst du den Leuten erzählen, das ist super interessant. Der verbraucht jetzt 19,5 Liter. Ich glaube aber, wer sich ein Auto für 675.000 Euro kauft, der guckt nicht so sehr auf den Verbrauch, sondern da ist wirklich die Sicherheit das Wichtigste für denjenigen. Und ich war super happy, dass ich den heute mal beifahren durfte. Ich bin auch froh, dass ich ihn euch heute zeigen durfte, denn das ist schon was sehr, sehr Besonderes, dieses Auto.
Ich habe es euch jetzt gesagt, 675.000 Euro. Falls euch das zu teuer sein sollte, dann könnt ihr auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasymarkt oder auch Vehiculum. Und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir, auch zu besonderen Autos. Abonniert gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!